herzlich willkommen in Bremen, Weinort Ras Akka. Hier Sand und Stein gesagt. Nach Ras Akka, Landkreis Württemberg am Fluss Rhein. Es bleibt Video. Sagt euer Christus König, der Amter, der YouTuber aus Würzburg. Let's play! Kommt hier an! So, hallo! Guten Tag, und hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, Diana Schons, auf der Suche nach neuen Amter. Mein Name ist Justus König, bekannt als Diana Schons Darmdarer. Oder der Captain America, Justus Darmdarer. Oder Justus König, der Amter, der YouTuber aus Würzburg. Und ich bin hier in Markgras Acker und am Main. Wir laufen jetzt heute am Main. Es hat entschieden, wie der Ball ist. Cousine Barbara Schwarz aus Hamburg mit Hund Charlie laufen wir jetzt hier im Ras Akka Main. Hunde und hier Ras Akka Main. Da wo dafür laufen, wo früher mal eine Fähre war, vor meiner Zeit, ist doch jetzt ein Sandstrand. Da kann man schön baden gehen. Haben wir ja schon zweimal gemacht, wie ihr das sehen könnt. Und da hinten ist auch ein Dönerladen, der sehr gut ist. Ja, und da hinten ist auch eine Staustufe. Die Staustufe kann man rüberlaufen, da ist man schon im Heiligstadt. Und wenn wir jetzt da langlaufen, kann man so einen Teufelskeller oder nach Würzburg. Und wenn wir da langlaufen, kommt auch Albestadt. Und wenn wir am Fluss Main treiben lassen, dann kommen wir auch nach Würzburg oder nach wunderschönen Miltenberg. Ja. Und hier steht auch ein Tesla, Elektroauto. So. Und das ist das letzte Mal hier unten, wenn der Hochwasser war. Und da war eine Staustufe. Da ist eine Staustufe und da war früher die Fähre von meiner Zeit. Eine Fähre und das sind die Enten und Schwäne von Ras Akka. Hier steht auch auf Wiedersehen, Bremen, Weinort, Ras Akka. Aber ich sage, herzlich willkommen. Oder so wie. Ne, es ist auch was. Da drüben gehen wir hier schwimmen. Warum gehst du denn schwimmen? Da drüben. Okay. Da ist die Maria-Schmerz-Kapelle. Das ist auch ein wunderschöner Ort. Okay. Das, die Schnellstraße war früher nicht da. Die wurde mal hingebaut. Da war früher mal hier ein Spielplatz, ein großer. Und war kleine, keine Ahnung. Und da drüben. Ja, scheiße. Da drüben sind welche mutige Männer schwimmen gegangen vorhin. Da ist eine Rettungsinsel. Da hinten kann man sich diese Fahrräder ausleihen. Da ist diese Fahrräder ausleihen, wo man halt auch schon ein Auto. Und da kann man hier lang fahren. Also für drei bis vier, für zwei Personen bis so fünf Personen gedacht. Für drinnen. Und das ist der Fischerpfad bis zum Teufelskeller. Maintal Radweg. Teufelskeller. Allandsgrund. Gut. Es hat sehr kalt und ein bisschen leicht Schnee, oder? Soll es sein? Ein bisschen leicht Schnee, oder? Da, oder? So leichter, ganz feiner, ganz leicht. Ja, so weiß es. Ja, feucht. Machen wir aus. So ganz feiner Schnee oder sowas, keine Ahnung. Das ist so ganz fein. Der Tropfen zu wenig. So macht der Charlie.
da geht ihr ja spazieren. Da kann man sich dann ja, ein Picknick machen. Jedenfalls kann man mit seiner, auch hier mit der Freundin schon spazieren gehen. Und mit Kindern kann man sich da austoben, sind Spielplätze und das ist ein Grillplatz. Da haben wir so einen kleinen Bach. Und das sind wieder Liegewiesen. Warum Liegewiesen? Ich sag mal so, weil das sind solche, haben sie gemacht, solche Liegen. Zum Liegen. Da kann man schön auf den Main gucken. Und das ist ein Spielplatz. Und da haben wir auch da eine Tischtennisplatte, Tische. Guck mal den Kerl mit der Hand durch, ey. Ja, da, den gefällt's. Und Charlie gefällt's. Der läuft in eine andere Richtung als ich. Charlie, da muss man aufpassen mit dir, sonst kann man drüber stolpern. Guck das so an. Die Äste. Da hat man einen schönen Blick auf den Main. Aber das wird zu kalt. Sommer ist wunderschön. Da ist auch hier, wo wir jetzt sind, gerade auch ist immer das Weinfest. Und das sind diese von der Angler ihr Boote. Da kann ich da vorlaufen. Oh. Cool. Kann ich da reingehen? Gut. So, jetzt sind wir zurück. Und auch heute grüße ich alle meine Fans wieder. Besondere Leute auch. Wir Fans Wolfgang Müller, unsere Tochter Becky, unsere ganze Familie. Dann, der mich Bruder nennt, Niklas Wagner aus Braunschweig. Ja. Johannes Pontekman. Ja. Maya. Grüß dich. Ja. Christian Pokémon, Steffen Eschke, Björn Weiter aus Karlstadt. Dann die Fans aus Karlsbach oder Karlsburg. Karlsburg, genau, Karlsburg. Und das heißt, da war Karlsbach, Karlstadt, die Wissenmann. Ja. Dann sind Martin Autobühle, der Händler, Martin und Gabriel, der Mechaniker. Und das sind Boote von den Angler. Cool. Vorsicht, Charlie! Und da ist irgendwas mit Kilometer 2743. Nein, Charlie, nein! Und da haben sie irgendwas wieder geschrieben. Jo. Jo. Nein, Charlie! Das ist ein anderer Club gekommen. Das ist cool, da steht drauf: Fischerbucht, drin der Boote verboten, Hackgras Acker. Fische, Innungras Acker, als die Boote sind drin verboten. Angucken dürfen wir. Mit drin verboten. Ja, ist alles privat, die wollen es halt nicht. Da steht es halt drauf: mit drin verboten. Also, der Boote. Wir sind da festgemacht. Müsst ihr was machen. Wenn sie solche Leute benutzen, was passiert was, dann ist halt Arsch. Haben sie ja Probleme. So. Dann laufen wir hier weiter. Zum Stehen ist es kalt. Ja, zum Stehen ist es so kalt. Da geht es direkt geradeaus. Zum Dörrladen. Guck, da kann man schön langlaufen. Jetzt können wir langlaufen. Ja. Kein Hochwasser. Wenn Hochwasser ist, ist ja alles meistens beschwemmt. Nass. Nass, genau.
Da ist hier alles überschwemmt. Und der Charlie, der freut sich hier rumzulaufen. Der ist so begeistert. Und es ist sehr kalt, gell? Meine Hände gefrieren bald. 3 Grad hat es kein Auto gesagt. 3 Grad. Achtung, Radfahrer. Ja, musst du aufpassen, da ist ein Radfahrer. Da sind wir auf dem Fischerpark. Fischerpfad, da gibt es bis zum Teufelskeller. Und da haben sie ein Graffiti drauf gemacht, ein Smiley-Gesicht. Und da haben sie das drauf geschrieben. Peace, glaube ich. Und jetzt kommen wir zum. Oh, da ist ein Herz. Ein Herz für alle verliebten Pärchen. Radfahrer. Und jetzt kommen wir an der Stelle, wo früher die alte Mainbrücke war. Das war die Fußgängerbrücke, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Von deutscher Offizier mit Bomben. Mit einer Bombe. Guck. Da war die alte Brücke. Die alte Brücke war hier. War damals zerstört. Und da war früher die Fähre. Hier, die Fähre, wo man jetzt schwimmen kann. Oder das Ding ist. Warte doch mal. Ja. Also da ist auch die Fähre früher. Du musst zurückgehen. Ja? Ich glaube, da der Charlie. Wo ist er? Ja, da markiert deine Geschenke. Ja, ja. Und dass du reindrückst. Gut. Und da, wo die Brücke ist, haben sie dann hier eine Stelle zum Picknick gemacht. Mit Geländer. Was an der Brücke übrig ist, ist halt nicht mehr viel. Der einzige Überreste ist nur dieses Tal hier. Das da und das da. Mehr ist halt nicht mehr vorhanden. Und da haben wir hier vielleicht was gegrillt. Ja, da haben wir hier gegrillt. Und da hat einer gepinkelt, glaube ich. Gut. Ein Betonplatz. Das war alles der Reste von der Brücke. Na, gibt's ja nicht. So, mehr Reste von der Brücke gibt's ja nicht. Weißt du, das da und das da drüben. Das war's. Oh, das da meine ich da. Ah, und das. Jetzt kommt die Sonne raus. Zumindest habe ich ja eine Beschreibung, dass sie in der Brücke immer war. Geht alles. So. Da verlassen wir hier raus, Acker. Bei der Straße, bei der vorne, wo 70 ist, ja. Da wo so ein Bäuschlein geht, oder was ist so, diese Baufirma oder was es ist, da dann ist einfach das Kontrolle, dass die Polizei gerne mit Radarfalle und nutzt die Leute raus, wenn die zu schnell fahren, also mit dem Lasergerät. Und mal da vorne aus? Meine ich ja. Bei einem Teufelskeller steht man meistens ein Blitzgerät. Wenn dann ein Blitzgerät, aber sonst soll da vorne ein Bäuschlein geht, wie es heißt. Da stehen sie. Die Rennleitung, sagt man so schön. Die Rennleitung. Einer auf Tisch noch gesagt. Ja. Einer auf Tisch noch mal gesagt, hat sich ein neues Auto geholt, Mercedes, AMG. Und da war der Polizei angehalten, war zu laut.
haben sie mit dem Handy gemessen. Und da kam ein Polizist, wollte seinen Führerschein abnehmen, weil er gemeint hat, ein Rennen gefahren, hat gesagt, wir rennen. Daneben mir war was ein Rentner mit 30, sagt er, hat er gemeint, hat er gesagt, der Polizist zu ihm, ja, man kann sich auch ein Rennen sich mit sich selbst fahren. Ob es stimmt oder nicht, stimmt, weiß man nicht. So was habe ich noch nie gehört. Ah, das hier ist schon gemacht, oder? Ja, das sagst du jedes Jahr. Ja. Also wenn ich da vorbeifahre und sehe die Polizisten, also ich werde nie rausgelotst, weil ich immer schön brav war. Was ist denn die anderen aus rausgelotst werden? Ich bin auch schon rausgelotst worden. Ja, das ist... Wenn ich mal einen Roller. Ja. Aber haben sie gesagt gehabt, das ist okay. Das ist okay. Ja, wenn wir das... Wir haben nur gedacht gehabt, der fährt vielleicht doch schneller. Nein, das ist halt so, weil jetzt dieser Wechsel ist. Ein Nummernschild wechseln, dass wir müssen sie halt kontrollieren halt, ob sie alle ihr Nummernschild gewechselt haben. Vom März, vom Februar auf März ist doch ein neues Jahr beginnt für Quartal. Was ich schon. Krapfen. Das war ein Krapfen und kein Faschingskrapfen. Krapfen, nicht Krapfen. Das war lustig. Krapfen. Das fährt dich ja. Eine Forelle schwimmt mehr. Karpfen. Hat weniger Fett, weil sie Muskeln hat. Ja. Weil sie immer in Bewegung ist. Und der Karpfen, der ist faul. Brachse. Büste. Jetzt haben wir hier eine getrennte Straße. Guck. Getrennte Wege. So schön kann man hier am Main laufen und dann hier die Autos sehen und die Weinberge beobachten. Jetzt ist es nicht mehr so kalt, oder? Nee. Es ist sehr angenehm. Gerade so, ja. Pause. Es wäre schön, wenn hier das Meer wäre, oder? Die Ostsee. Zander. Das war ein guter Fisch sein, der Zander. Gut zum Schmecken. Sagt ein Angler. Hasel Döbel. Das war dann unser Fischervergleich. Vorsicht, da kommt Kommissar Rex. So ein deutscher Schäferhund. Gut. Dann kommt die nächste Tafel. Hecht. Ah, das ist schöne, da sieht man noch das Acker hier. Nach Würzburg fährt die schöne historische Weinmauer. Die Weinbergsmauer. Und da haben sie auch teilweise vor ein paar Jahren
Gibt's, oder haben sie da Zaun gemacht? Nee, Zaun, so ein grünes Ding dran gemacht. Wie heißt das? Wie man das sehen kann? Das soll ein Schutz sein, dass nicht Geröll auf die Straße geht oder irgendwas. Keine Ahnung. Das sieht man dann grün. Hier. So, das Ding. Fällt jetzt der Name schon so ein. Da haben schon, wie ich gesagt habe, ein bisschen hässlich aus. Oh, schöne Weinberge hier. Und hier kann man schön auf Heidingswald gucken drüben. Und da oben ist dann das Ding, wie heißt es nochmal? Der Würzburg Rastplatz Nord. Muss glaube ich heißen. Süd ist auf der anderen Seite. Auf dem Rastplatz Nord, durch den Rastplatz oben sieht, hat man einen wunderschönen Panoramablick auf das ganze Tal hier. Ich weiß nicht, warum es jetzt so abdunkelt. Weil ich die Sonne blendet. Ich habe für mich alles heute mit dem Handy und habe das Handy auf eine Energiespann eingestellt. Also heißt, eine Aufnahme müsste in 4K sein. Also 4K heißt Ultra HD. Ist 4K. Also ich filme es in 4K-Auflösung mit dem Handy. Ultra HD. Und 30 Bilder pro Sekunde. So wie man Kino macht. Da können wir fast durchlaufen, ne? Jetzt wird es noch enger. Jetzt kommt, hat man hier ein Aal. Gründling. Also hier kann man halt auf dem Fischerpfad die Fische lernen, dass sie drinnen sind. Oder sowas. Was hier am Fluss sein sollte. Was er finden kann. Solange man kein Hai und Krokodil findet, ist alles okay. Gell? Solange man nur Fische und alles findet, aber kein Hai und Krokodil, ist alles okay, oder? Ja. Im Fluss. Das wäre schon ein bisschen härter. In andere Länder musst du ja aufpassen, ich glaube, Amerika sowas. Da kannst du, wenn du so einen Fluss oder so lang läufst, so wie hier, musst du aufpassen, da sind welche Krokodile. Ja. Ja, haben sie gesagt, da kommen die einfach raus. Ja. Dann welche bestimmte Teile von Amerika, also Florida oder sowas. Die laufen da an so einem Fluss und sehen Krokodile. Da steht auch ein Schild drauf, Achtung Krokodile, Warnung. Ja, aber dann wäre da auch ein Zaun. Ja. Ne, da ist kein Zaun. Das ist eine Warntafel. Aber hier haben wir auch ein gefährliches Ding, ein Wels. Die können sehr gefährlich werden, die können groß werden und dich runterziehen. Also, die können schon kräftig werden, groß. Was man im Internet oder im Fernseher gesehen hat, dass die riesen groß werden, die Wels. Die können dann Bein schon stark runterziehen oder so ein Hund. Könntest du locker. Das sind die gefährlichsten, was sie im Fluss sind, weil die ziemlich groß werden. Komm mal, wo du sie angelst. Also heute hat er richtig gehen angefangen, die Füße zu graben, ne? Ja, da ist ein Graber. Hä? Er kribbt gerne. Jetzt sind wir hier im Teufelskeller. Da vorne ist der Teufelskeller. Ja. Dann ist auch, glaube ich, der Fischerpfad zu Ende. Da können wir zurücklaufen, oder? Ich habe heute auch keinen Ersatzakku dabei. Oh, es war 100% aufgeladen, das Handy, bevor wir hier losgefilmt haben. Jetzt schon auf 74% Akku. Ja. Die Kelle zieht auch den Strom ab. Der Teufelskeller. Heute sind wir nicht auf Faschingzug, gell? Ja. Schade, gell? Jetzt war schön, der Faschingzug. Ja. Der Würzburg im Stadt war schön, wo du dabei warst. Machen wir kurz auf, ich hab nichts. Falls er die Anfahrt. Achtung, Zettel!
Habe ich schon wieder ein Mercedes. Ja, guck mal. Noch ein Mercedes. Ja. Achtung. Achtung, 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 Achtung. Hier geht das Fischerfahrt zu Ende. Da ist dann der Teufelskeller. Und wir tun uns alle wieder ummarschieren und rückwärts drehen. Na, mein Teufelskeller reicht. Okay. Kann man wieder umdrehen, oder? Was? Kann man wieder umdrehen, oder? Okay. Ab hier ist der Punkt, wo wir wieder umdrehen. Und wieder zurücklaufen. Es war ein wunderschöner Spaziergang, auch im Fischerfahrt, gell? Ja. Ja. Ausmachen. So, also der Fahrtherzlauf war schön. Jetzt gehen wir jetzt zurück. Das habt ihr ja schon gesehen, also brauche ich es immer so filmen. Danach ist das Handy wieder durch das Netz hier einstecken und wieder in die Hosentaschen statt Hosentasche. Das ist sehr kalt. Und das ist ja zur Zeit fahre ich mit dem Golf 5er, weil mein Auto ist ein Service, also Werkstatt. Habe ich noch das Wort Leihwagen. Nur zur Information, weil wir hier gefragt haben. Oben, ob ich leisten kann, haben wir auch mich gefragt. Next. Ja, den früher Volksfest von Würzburg kommt der. Wird der jetzt schon wieder aufgebaut, haben sie schon wieder. Ja, das Zelt muss jetzt gerade aufgebaut werden, also das sieht man nicht schon. Oder beim Fit One, Würzburg, das Fitnessstudio. In der Nürnberger Straße. Justus Over and Out. Ho. So. Jetzt sind wir an diesem Punkt mehr angekommen. Da kann man, wenn er hier ganz aus darum laufen oder direkt da laufen. Ja, direkt da lang laufen. Da kannst du den historischen Ost kennen. Jetzt kannst du rein. Abkürzung. Jetzt kann er rein. Das ist die Abkürzung. Nee, jetzt war halt aufzupassen. Auf Fahrradfahrer. Ja. Und das sind Boote. Das ist jetzt die Abkürzung. Und da vorne ist dann dann das Auto. Und ich hab umgedreht. Muss auf Seite. Die Rache. Als er mal chillen muss oder Hunger hat, der Dönerladen ist dort. Das ist eine Grillstation. Da geht's zum Bach. Da kann man einen Ball spielen. Und da ist ein Abfallmacher. Und da ist Frach. Ja, so können wir es ja auch auf kurz machen. Da sind dann die wilde Kerle zu Hause. Die Fußballer. Und dann ist er wieder draußen. So, Premium, mein Ort. Das Acker, auf Wiedersehen, sagt die Tafel.
nicht nur, sondern ich auch. Das ist auch ein wunderschöner Ort, Magdasacker von Landkreis Würzburg am Main. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage nur eins, danke fürs Zuschauen und Einschalten. Wir werden es mal wieder, liebe Zuschauer und Zuschauer. Bleibt gesund, passen auf sich auf. Bis zum nächsten Video. Euer ist es König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Uns geht gut, solange wir wild sind, ICDCC und so weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich ruhig mich abonnieren, folgen auf YouTube, mein YouTube-Kanal, YouTube-Channel, Name lautet Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern oder einfach zu finden, eingeben, Justus König, findet mich auch. Wie einfach das Video teilen, euren Freunden zeigen, wenn ihr wollt, Daumen hoch, liken, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, die sagt euch, wenn das Video online ist. Und wenn euch bestimmt Themen interessiert, schaut mal Playlist nach, da findet ihr bestimmt Videos zu bestimmten Themen. Und da habt ihr auch eine Möglichkeit, mich zu erreichen auf Instagram und TikTok. Mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Abenteurer und mein TikTok-Name lautet Justus der Abenteurer 13. Und alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerkeprofilen, den Namen und Link, findet ihr alles auf dem YouTube-Videobeschreibung weiter runter. Ihr müsst einfach runter scrollen, da findet ihr das Link und alles. Da könnt ihr mich erreichen. Oder Bilder auf Instagram oder Videos auf Instagram oder TikTok. So wie hier, kurze Version 1. Jo. Also. Ciao. Machen Sie es gut. Justus, Game Over. Ciao, ciao. Noch mal 3 Minuten. Ende der Aufnahme. So. Ah, so war. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die 5 Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die 5 Freunde sind zurück! Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... 1, 2, 3, 4, 5 Freunde! 5 Freunde, das sind wir! Hi! Hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne! Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde! Timmy? Ja. Zusammen sind wir die... 5 Freunde! Hey ho, hier kommen wir! 5 Freunde, das sind wir! Soll ich euch denn nennen, die 4 Freunde? Wir sind die 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns. Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. 5 Freunde 2. 5 Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war denn das? Krass. Wow. Ah! Los, runter. 5 Freunde 2. Echt? 1, 2, 3, 4, 5. Die 5 Freunde sind wieder da. 5 Freunde, das sind wir. Dick. 5 Freunde. Und sie sind nicht allein. Oh, hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lasse ich mich doch nicht aufhalten. 5 Freunde 3. 5 Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haines sein Luxusresort errichten kann. Wie mies ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar.
Wir sollten los. Eins, zwei, drei. Vier. Die fünf Freunde sind wieder da. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Hält uns nicht! Das ist total morsch! Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns! Fahr schneller! Tja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde, drei. Fünf Freunde, das sind... Guck mal, Blöd! Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde, vier. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem... Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Krass, wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George, das vor 65 Millionen Jahren begann. Wir sind fünf Freunde. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow! Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Willen unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
und ein guter Start, neue Woche, wo dann beginnt. Das war's. Hier, Ras Acker, Weinort, Sand und Stein. Bernd Sand wieder, bleiben Sie gesund, was haben Sie auf? Alles easy easy, alles uns geht es gut, wenn wir wild sind. Und? Ey, bist du deppert? Oh, Charlie, wie bitte die Kohle? Nochmal. Was machst du da? Hat ja hat Druck gemacht. Ja. Und nochmal. Gestört. So. Gut. So, Premium Weinort Ras Acker auf Wiedersehen. Das war doch nichts mehr. Freunde.